Hallo? Hey Annelie. Kommst du dann vorbei? Wir müssen unser Video noch weitermachen. Ach, stimmt ja. Ich würde in einer halben Stunde vorbeikommen, ist es okay? Okay, ich guck mal kurz auf die Uhr. Sorry, mein Handy ist mir gerade runtergefallen. In einer halben Stunde geht auf jeden Fall klar. Alex. Ja, entschuldige, Annelie. Alex? Annelie. Jetzt hat sie aufgelegt. Na, hoffentlich ist jetzt nicht noch mein Mikrofon kaputt gegangen. Diese Handys von heute, da wünsche ich mir am liebsten mein altes Handy zurück. Annelie, kannst du mal bitte mein Handy herwerfen? Ja. Fein. Bist du verrückt? Ich hab's gewusst, unverwüstlich das Handy. Hey. Hey Annelie. Was war denn los vorhin? Ich hab dich gar nicht mehr gehört. Ja, mein Handy ist mir vor uns aus der Hand gefallen und jetzt ist wahrscheinlich auch noch mein Mikrofon kaputt. Zusätzlich zu meinem Homebutton, der letzte Woche kaputt gegangen ist. Die Qualität lässt echt nach heutzutage. Ja, hast du schon recht. Hast du irgendeine Idee, was wir da machen könnten? Wie ihr seht, kommt es immer wieder zu Fehlern bei Produkten, welche sich stark auf die Kundenzufriedenheit und die Unternehmensgewinne auswirken können. Daher ist es wichtig, die folgenden Qualitätsmanagementmethoden im Unternehmen gewissenhaft anzuwenden. Eine Methode zur Verbesserung der Qualität ist das Prinzip des Poka-Yoke. Der Begriff kommt aus dem Japanischen und bedeutet übersetzt unbeabsichtigte Fehler vermeiden. Poka-Yoke regt dazu an, einfache Vorrichtungen und Vorgehensweisen zu finden, um Auftreten von Fehlern langfristig und frühzeitig zu vermeiden. Zum einen wird Poka-Yoke bei der Produktionsoptimierung eingesetzt, um Ausschuss zu vermeiden. Wie in diesem Beispiel verdeutlicht, kann schon bei einem Laufband aus kleinen Fehlern große wirtschaftliche Schäden entstehen, da zu viele fehlerhafte Produkte hergestellt werden. Um diese frühzeitig zu erkennen, können Lichtschranken und Sensoren eingebaut werden, die die gesamte Produktion überwachen und Fehlermeldungen registrieren, anzeigen und notfalls die Produktion stoppen. Tritt ein Fehler zu häufig auf, muss dieser sofort behoben werden, um weiteren Ausschuss zu verhindern und eine reibungslose Produktion zu gewährleisten. Poka-Yoke beginnt jedoch auch schon im Produktdesign, in dem von Anfang an Fehlerquellen vermieden werden. An unserem Beispiel des Handys könnte man demnach den Defekt eines Home-Buttons verhindern, indem man ihn direkt durch Touch-Elemente ersetzt. Kommt es trotzdem häufig zu Fehlern in der Produktion oder an einem Produkt, muss das Qualitätsmanagement handeln. Dazu nutzt die Abteilung die 7 elementaren Werkzeuge des Qualitätsmanagements. Diese sind die Fehlersammelkarte, die Regelkarte, das Pareto-Diagramm, das Histogramm, das Korrelationsdiagramm, das Ursache-Wirkungsdiagramm und die Stratifikation und Datenerfassung. Drei dieser Methoden werden wir am Beispiel des Smartphones näher erläutern. In unserem Fall stellt die Gewährleistungsabteilung anhand von Fehlersammellisten in den letzten 3 Quartalen ein erhöhtes Aufkommen an Garantieanträgen fest. Oh my God! Das Qualitätsmanagement wird darüber in Kenntnis gesetzt und soll nun Produktionsfehler, die diese Defekte verursachen, finden und möglichst eliminieren. Die folgende Fehlersammelliste liegt zuerst ungeordnet vor. Der Tabellenkopf kann individuell angelegt werden. In unserem Fall besteht er aus der Art der Fehler, den 3 Quartalen und den Gesamtbeträgen der Fehler. Um solch eine Tabelle besser auswerten zu können, kann das Pareto-Diagramm genutzt werden. Die blauen Säulen stellen die jeweilige Fehlermenge der einzelnen Fehlerarten dar.
Die orangene Linie zeigt den prozentual kumulierten Anteil der Fehlerarten in Bezug zur gesamten Fehlermenge. Anhand der prozentualen Anteile kann eine ABC-Analyse vorgenommen werden. In Gruppe A kommen alle Fehler mit einem Anteil bis 80%, in Gruppe B die Fehler bis 95% und in Gruppe C die restlichen. In unserem Diagramm sieht man daher, dass die Home-Button, Mikrofone und Akkus fast 80% des Gesamtanteils ausmachen. Eine weitere Methode ist das Ursache-Wirkungsdiagramm. Es ermöglicht einen strukturierten Überblick über die verschiedenen Abteilungen der Herstellung und dessen möglichen Fehlerursachen. Dabei ist der große Hauptpfeil immer der Fehler, die Nebenpfeile die möglichen Fehlerquellen und die Pfeile an diesem die möglichen Fehlerursachen. Somit kann man bestimmte mögliche Fehlerursachen schneller eingrenzen. In unserem Beispiel sind das Mikro und der Home-Button die Hauptfehler. Mögliche Fehlerbereiche, die Planung über die falsche Berechnung, ein mangelndes Verständnis der Angestellten oder Kommunikationsfehler. Das Material durch schlechte Zulieferer, Überlagerung oder falsche Eigenschaften. Eigenverschulden durch Wasserschäden, Überhitzung durch zum Beispiel Sonne oder Sturzschäden. Der Mensch allgemein durch ein schlechtes Arbeitsklima, mangelnde Kenntnisse oder fehlende Aufmerksamkeit. Oder zu guter Letzt Fehler in der Produktion durch falsche Toleranzen, defekte Maschinen oder Verunreinigungen. Das Diagramm lässt sich auf fast alle möglichen Bereiche und Produkte anwenden. Anscheinend wurden die Qualitätsmanagementmethoden bei der Produktion von deinem Handy nicht angewendet. Scheint sich nur recht zu haben. Dann lass uns der Kollegin mal einen Besuch abstatten und unsere Erkenntnisse ihm vortragen. Los geht's.